Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von meinem Sims 3 Let's Play. Ich finde es jetzt gerade interessant, dass Jake hier nebenher, während er mit seinem Bruder Emmett telefoniert, einfach mal die sozialen Netzwerke weiterlevelt und so. Also, okay, wartet, Leute, wartet. Ich muss das schon wieder umorganisieren hier. Das ist ja echt heftig immer. Gut. Ja, danke. So, Reste essen, nein, öffnen. Ich weiß gar nicht, wie viel wir hier überhaupt noch haben. Ne, gar so viel haben wir nicht mehr. Warte mal hier. Warte, dich haben wir jetzt hier. Du musst jetzt erstmal hier einen Teller nehmen. Dann haben wir gesagt, du gehst schlafen, gell? So, und zwar gehst du zuerst auf Monster prüfen, weil du so tapfer bist und dann gehst du schlafen. So, du gehst jetzt auch dann hier gleich einen Teller nehmen und gehst dann hier schlafen. Du hast eh zuerst noch andere Sachen zu tun, du hast auch noch andere Sachen zu tun und du wolltest dann noch einen Teller nehmen, danke. Was? Willst du mich verarschen? Okay, warte mal, wir haben gleich wieder neues Essen. Wir haben gleich frisches Essen. Stellst du das mal bitte ab? So. Verfeinern. Ausgezeichnet ist das Essen schon. Ja, kleine Maus, ich weiß, es ist, du hast Hunger. So, warte mal, du hast eh keinen Hunger. Das heißt, du kannst jetzt gleich mal schlafen gehen. So, die Kleine, die soll jetzt unbedingt hier einen Teller nehmen. Dann, wenn sie fertig ist, wird sie jetzt dann ihr Bett auf Ding und Ding machen. So, du nimmst dir jetzt keine Reste raus, sondern nimmst dir dann auch einen Teller. Du schläfst auch nicht im Schlafsack, sondern gehst bitte in dein Bett schlafen. Du sollst eigentlich auch essen, hoppala, nicht heraus halt zum Essen rufen, sondern hier schlafen. Achso, das geht jetzt nicht. Ja. Ein Teller nehmen. Ja, sehr gut. Dann habe ich, glaube ich, eh alle jetzt beschäftigt irgendwie. Genau, du gehst dann schlafen, wenn du fertig gegessen hast. Ja, und du hörst jetzt auf, dahin zu gehen, sondern du gehst jetzt gleich erstmal einen Teller nehmen. Warte mal, lass das. Genau, du solltest jetzt dann erstmal hochgehen, dass hier nicht ganz so viel Stau entsteht. Ich muss unbedingt die Bude auch neu machen. Was ist jetzt los? Wieso ist hier irgendwo Polizei? Polizei, hallo? Es sind doch alle zu Hause von mir, oder? Ah, das ist Feuerwehr. Oh. Weißt du was? Lass das aufräumen, bitte. Genau, du gehst jetzt einfach mal hier nach oben. Das ist der Einzige, der gleich essen, der gleich schlafen gehen kann. Hier, Teller nehmen. Weißt du was? Du nimmst nicht einen Teller, sondern du nimmst einfach hier diesen. Was hältst du davon? Du gehst dann bitte schlafen. Ja, da ist auch wieder alles nass. Das muss man echt, also
Sims 3 muss man wirklich großzügig, verdammt großzügig bauen. So, du gehst dann nach ins Bett. Dir muss ich das jetzt wieder aufgeben hier. Bett machen, schlafen. Genau, wenn du das gegessen hast, dann gehst du bitte auch schlafen. Wo ist jetzt die Kleine hin? Also die ist unten noch, gell? Bett von Olivia schlafen. Genau, du machst das noch. Ein Teller nehmen, aufräumen. Nee, das Aufräumen lässt du bitte mal. So, genau. Wunderbar, wunderbar. Achso, du räumst jetzt auch schon wieder auf, gell? Lass das. Wieso hast du eigentlich ein Problem? Eine Werkbank von Schrott Tonic. Okay, das möchtest du haben. So, sämtliches Geschirr spülen. Das ist dir jetzt erstmal bitte wurscht. Dir ist das auch wurscht. Dir ist das auch wurscht. Dir ist das bitte auch wurscht. Ja. So, du machst jetzt nämlich bitte auch erstmal das hier. Duschen bist extrem sauber und du gehst jetzt auch noch nicht duschen, sondern du gehst jetzt hier erstmal essen. Bitte, danke. So, dann haben nämlich alle gegessen und jetzt können auch alle schlafen gehen. Alter, die Folge handelt nur davon, dass ich jeden Sim hier jetzt dazu bringe, dass er isst, dass er sich fertig macht, also sich Bett fertig macht oder auch gleich schlafen geht. Alter, das ist ja echt heftig. Und das alles nur, weil Sims 3 ein 32-Bit-System ist. Also davon gehe ich jetzt mal aus, dass es wirklich nur daran liegt, weil an meiner Hardware kann es ja eigentlich fast nicht liegen. Ich meine, ich bin eh schon länger am Überlegen, ob ich nicht ein paar Sachen ändern soll, aber das wird... Scheint sie dann näher gekommen zu sein. Gute Freunde fragen sich, ob mehr dahinter steht. Christinas Song, okay. Warum nicht, ja? Genau, also ich glaube kaum, dass das daran liegen wird, dass das besser, schlechter ist, wie auch immer. So, das Essen haben wir eh schon wieder da reingegeben. Wenn Ben dann wach ist. Das schalten wir jetzt einfach mal aus. Das braucht man nämlich eh nicht. So, wenn du dann wach bist, Alter, Falter. Ja, wenn, gell? Ich weiß halt echt nicht, wie ich das alles viel größer machen soll hier. Naja, ich könnte höchstens das hier rausziehen, dann wäre hier so eine Stufe drin. Was ist mit dir? Alter, du sollst nicht schaukeln gehen. Achso, dich hatte ich ja gar nicht noch da hochgeschickt, gell? So, dich hatte ich ja zuerst noch duschen geschickt. Ach ja, oh oh. Nein! Sag mir jetzt nicht, dass mein Sims sich gerade aufgehängt hat. Oh, bin ich froh. Alter, okay. Reset Sim Perry Shoe. Willst du mich jetzt verarschen? Du sollst hier... Alter. Nee, oder? Das kann sie jetzt nicht ernst meinen, dass sie als Mutter sich zu ihrem Sohn ins Bett legt zum Schlafen. Alter, nein! So, jetzt liegt wohl hoffentlich jeder da, wo er liegen soll. Wir schauen hier, aber er schläft oben sehr schön, ausgezeichnet.
Und er möchte fahren lernen. So, wir haben dann Sonntag. Und ich glaube, warte mal, ich will ja eigentlich haben, dass er auch noch sein Militär 7. Aber er hat Sonntag frei, das ist gut. Er hat da eh alles auf Vordermann gebracht, das ist auch sehr gut. Das heißt, er kann sich jetzt dann Zeit nehmen und seinem Sohn. Warte mal, wie schaut denn die Beziehung zu deinem Bruder aus? So, die Beziehung zu deinem Bruder schaut schon wieder etwas besser aus, guter Bekannter. Die Tage sind vergangen wie im Flug und Glenda ist jetzt ein Kleinkind. Sie braucht immer noch jede Menge Aufmerksamkeit, bla bla bla. Wer ist denn Glenda? Urne besorgen und Geist im Wissenschaft. Ja, okay, das habe ich immer noch nicht gemacht, gell? Ja, keine Ahnung, gell? Nora Hope hat soeben eine perfekte Pflanzung der Gattung Lavendel gezüchtet. Oh. Nice. So, wenn du dann wach bist. Die Frage ist halt. Die wird noch brauchen, gell? Pfütze aufwischen. Du wirst auch noch brauchen. Du brauchst auch noch. Sie muss sich um den Garten kümmern. Er muss sicher wieder arbeiten fahren. Ja. Er muss wieder arbeiten fahren. Also ab und zu ist das schon ganz schön blöd. Aber jetzt mal Nägel auf Köpfen. Emmet. Toilette selbstreinigend machen. Bist du jetzt schon wach? Nee, noch nicht. Wieso möchtest du? Was möchtest du denn? Nix. Okay. So, warte mal, du machst jetzt dann Nachspeise servieren, Frühstück servieren. Das hier. Dann wirst du Reste essen. Das hier. Wenn das so geht, wie ich mir das erhoffe. Du, was machst du? Du, genau, wenn du wach bist. Isidro Schuh, Ron als Freund. Etabliere eine gute Freundschaft mit Olivia. Eine Werkbank wünschst du dir. Ja, gut, das Problem ist halt nur, wir haben nicht gar so viel Platz, gell? Weil wir haben den Platz letztens erst für dein kleines Fitnessstudio hier verwendet. Aber wir könnten. Damit du den Wunsch hier erfüllt bekommst. Der hier, der kann erstmal, der kann hier irgendwo chillen. Der kann da chillen. Den Spiegel. Wir haben ja unterschiedliche Spiegel. Es gibt ja so viele mehr Spiegel. Spiegel, Spiegel, Spiegel. Ah, wobei, den kann ich aber auch da hinstellen, gell? Ja. Nein. Also, das kann ich nicht machen. Oder? Den da hinstellen und den Spiegel da hinstellen geht nicht. Okay. Ja. Nee, wir machen das Ganze anders. Wir haben hier nämlich keinen Platz. Aber wir machen uns jetzt Platz. Und zwar haben wir das jetzt hier anders hingestellt. Dann nehmen wir einen Spiegel, der nicht ganz so groß ist. Wir nehmen einen Spiegel. Ja, das wird schon passen. So, dann wollen wir hier dies hier. Alter, wieso braucht das so lang ab und zu? So, das wollen wir jetzt dann hier drauf übertragen. Wenn ich sehen würde, genau. Ja, damit das alles so ein bisschen zusammenpasst. Dann können wir nämlich diesen Spiegel hier löschen.
Session. Dann wollen wir... Was wollen wir denn? Wir wollen jetzt erstmal die Werkbank haben. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo die ist, gell? Da. Aha, die braucht ziemlich viel Platz. Die braucht verdammt viel Platz. Kann ich sie erstmal da hinstellen irgendwo? Nee, gell? Da. Okay. So. Dann wollen wir mal das Ganze hier ein bisschen umkoordinieren. Wenn es irgendwie geht. So. Dann haben wir jetzt erstmal hier die Werkbank. Echt jetzt? Da haben wir jetzt die Werkbank. Dann einen Sessel können wir da gar nicht rausstellen. Warum eigentlich nicht? Dann haben wir hier das hier und da brauchen wir zwei, gell? Ich möchte das gerne alles in dem Zimmer haben. Nee, das geht nicht. Das geht so nicht. Das ist auch sinnfrei. Das geht so auch nicht. So ging es. Aber dann kommt sie da nicht mehr hin. Da kommt sie so auch nicht hin. Echt jetzt? Das geht sich alles nicht aus. Ich probiere es mal so. Ich probiere es mal. Wenn wir den, das Regal, warte mal, wir können eigentlich, das setzen wir erstmal da rein. Weil Tisch braucht sie eigentlich keinen, weil sie kann das auch genauso gut in der Küche machen, die Hausaufgaben. Ich weiß noch nicht, ob sie jetzt dann aus dem Bett rauskommt. So, er ist Ballkönig geworden. Das können wir natürlich hier raussetzen. Genau. Dann, sie ist ja auch Ballkönigin geworden. Mal gucken, ob wir das irgendwo hier hinsetzen können. Ja, genau, das können wir da hinsetzen. Sehr schön. Dann, Bianca Hope, Bianca Hope. Dann wollen wir uns mal hier die Bilder ansehen, gell? Die wollen wir uns sehr wohl ansehen. Indem wir mal die Wände hier mal kurz hoch machen. Und dann hier... Aha, einmal... Achso, das ist so ein Grußkartenfoto. Oh. Wollten wir das nicht der Oma schenken? Ich glaube schon, gell? Okay. Okay, okay, okay. Ja, gut. Einmal ein Ballfoto. Mal gucken, ob wir noch ein zweites Ballfoto kriegen. Oh, warte. Ja, ich wollte jetzt eigentlich... So. Aha, seine Tür ist buggy. Finde ich toll. Aha, er hat auch so ein Grußkartenfoto. Fotografie. Was ist das jetzt? Aha, okay, er hat das so. Wunderbar. Dann haben wir hier ihn noch. Schreibenfähigkeit Level 6. Wahnsinn. So, was hat er denn da Feines? Eigentlich möchte ich das auch an die Wand hängen. Genau. Und was ist das? Hm. Gut, das haben sie alle drei. Ja, also. Ben ist jetzt schon wach. Bianca, wenn du wach bist, wirst du erstmal in die Fahrschule gehen. Fahren lernen. Dann gehst du wieder heim. Wenn du daheim bist, nee, wenn du wach bist, wirst du benutzen, duschen und dann gehst du auch zur Fahrschule, bitte.
wenn es dann irgendwann mal weitergeht. Also ich habe ja jetzt auch die Bestätigung, dass das Ganze hier nicht an meiner Tastatur liegt oder sonst irgendwas, wenn es nicht weitergeht, sondern wirklich am Spiel. So, und du, mein Lieber, wenn du jetzt dann wach bist, was machst du denn? Überlegen, überlegen, überlegen. Du könntest dann erstmal duschen gehen. Enras. Das wird auch der Grund sein, warum ich immer irgendwas anklick. Okay, wenn du dann wach bist, wirst du erstmal hier das Bett machen. Weil du bist ja so ein Sauberer. Dann kannst du dein Bett machen. Falls du das nicht eh schon automatisch machst, dann kannst du hier benutzen. Dann gehst du hier duschen. Und dann, keine Ahnung, machst du hier andere Betten noch und hier alles sauber und so. Und auch keine Ahnung. Die anderen sollen ja auch noch was machen. Ja, gut. Ja, ich würde jetzt dann aber sagen, dass ich hier wieder einen Cut mache. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und bis dahin sage ich erstmal ciao, ciao.